Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show. Ne, zu einem TagView Vlog würde ich mal sagen. Und diesmal geht es um dieses ThinkPad, was ihr hier sehen könnt. Und das ist ein ThinkPad Edge E555 in dem Fall. Und das möchte ich euch ein bisschen mal zeigen, wie man hier ganz einfach das Display aufrüsten kann. Und dazu sehen wir uns eben das Display an. Das ist jetzt hier das 1366x768er Pixel aufgelöste matte Display. Ein bisschen was dreckig, macht kein Problem. Auf jeden Fall möchte ich das jetzt austauschen durch eines, was ich gerade bekommen habe. Und zwar ein Full HD IPS Display, weil das ist ein LED Display TN. Das heißt, wenn ich hier den Winkel ändere, habe ich auch immer andere Farben. Lustiges Farbenspiel. Hier habe ich jetzt ein Display, das ist eines, das hat Full HD zum einen. Das ist schon mal ein nettes Upgrade, das ist das einzige Upgrade, was man für diesen ThinkPad kriegt. Full HD ist schon, ja, für mich ist es ausreichend. Und es ist vor allen Dingen IPS und das macht natürlich Sinn, deshalb werde ich das jetzt gleich hier versuchen auszutauschen mit eben diesem Display, was hier in der Verpackung noch steckt. So, ich hoffe, die Aufnahme läuft einigermaßen und ihr könnt mich hören. Ich habe nämlich jetzt kein Mikrofon um mich, weil ich mich bewege und dann würde man immer Bewegungsgeräusche hören. Und ein wirklich kabelloses Mikrofon habe ich nicht, deshalb habe ich hier ein Mikrofon an der Seite am Tisch liegen. Und ich glaube, auf einer der Kameras sollte man das dann auch sehen. Und ich habe eine Detailkamera, wo man dann sehen kann, wie man das Ganze auseinander nimmt. Bevor man es auseinander nimmt, Stecker ziehen, ganz wichtig natürlich. Ups, laut. Und natürlich, dazu klappe ich es um, den Akku rausnehmen. Dazu gibt es zwei Laschen, die man ganz einfach, einen Schalter und eine Lasche, die man halten muss, um den Akku rauszuziehen. Und da haben wir das gute Stück, der Akku ist auch nichts mehr wert, würde ich mal fast sagen. Also da gibt es bessere, der ist schon fast komplett ausgelutscht. Und jetzt haben wir das gute Stück. Wir müssen nichts hier aufschrauben. Zumindest plane ich das nicht, sondern das, was ich plane, ist tatsächlich hier das Teil so aufzukriegen. Dazu klappe ich das Ganze mal auf und müsst es auf der Detailkamera noch sehen. Ihr seht, ich habe hier nette Webcam-Zuschiebemechanismus, den ich benutze. Wir versuchen es einfach hier an der Seite aufzuklappen. Ich kann es hier schon ein bisschen was biegen von der einen Seite und ja, das ist einfach nur gesteckt. Ich kann dann diese Plastikknüppelchen einfach, das geht relativ gut, abmachen. Und ja, dann habe ich hier schon mal das meiste ab. Jetzt kommt der schwierige Part. Klappen das mal ein bisschen zurück. Denn hier sehen wir hier unten die Scharniere, die sind aus Plastik gemacht. Die müssen wir ein bisschen eindrücken, damit man es aufkriegt. Und das ist ein bisschen was schwieriger. Bevor ich das mache, versuche ich hier unten das Plastik abzukriegen. Genau, ein bisschen was zumindest. Damit ich das meiste schon abhabe. Und dass nur noch die Scharniere übrig bleiben im Grunde. So, jetzt sind die Plastikteile soweit ab. Jetzt sind nur noch die Scharniere im Weg und ich nehme das Mikrofon mal mit, weil ich habe natürlich mein Werkzeug vergessen. Das hole ich mal schnell raus. Da gibt es nämlich, es gibt nämlich jede Menge Werkzeug, was man benutzen kann, um so ein Teil besser aufmachen zu können. Falls ihr eben Probleme habt mit dem Rankommen zum Beispiel an dem Display, könnt ihr ganz einfach, ich habe jetzt hier eine alte Sparkassenkarte zum Beispiel, da stehen jetzt ein paar Nummern drauf, aber macht ja nichts, also so eine alte Sparkassenkarte könnt ihr benutzen, um hier an der Seite reinzugehen und dann das aufzumachen, falls ihr das mit dem Finger nicht hinkriegt. Dann braucht ihr natürlich hier, ich habe so ein Set von kleinen Schraubenziehern und was ich jetzt hier machen möchte ist, ich glaube, ich nehme einen von den flachen Schraubenzieher, so heißen die auch, oder so werden sie handelsüblich genannt. Und damit versuche ich jetzt hier reinzukommen. Ich gucke mal, ob ich das mit der Kamera hier, mit der einen Detailkamera besser hinkriege mit der Aufnahme, um euch das zeigen zu können. So, jetzt müssen wir es noch
scharf stellen können. Ich denke, wenn mich meine Augen nicht täuschen, sollte das Ganze jetzt, das Keyboard scharf, sollte jetzt auch scharf sein. Ja, und was ich jetzt versuche zu machen ist, ich weiß nicht, ob man den Schlitz sehen kann. Da ist auf jeden Fall, das besteht aus zwei Teilen, einem oberen draufgesteckten Schlitz, der zu diesem Plastik gehört. Ich versuche das hier in der Mitte vorsichtig einzudrücken, um das Plastik aufzukriegen. Das ist natürlich mit der Kamera im Weg ein bisschen schwierig, ich will es noch nicht kaputt machen. Auf jeden Fall sieht man da, vielleicht jetzt, einen Schlitz, der die zwei Teile zusammenhält. So, das versuche ich jetzt zu machen. Ich stelle die Kamera mal wieder an die Seite, vielleicht so, dass man da auch noch was sehen kann von, was ich da gerade mache. So, dass man da auch sehen kann, was ich versuche zu machen. Hoffe, das ist einigermaßen scharf. So, also da in diesen kleinen Schlitz rein mit dem kleinsten Schlitzschraubenzieher, den ich habe, und ein bisschen reindrücken, um das Plastik nach oben zu drücken. Das ist nämlich die oberste Schwierigkeit von der Geschichte. Das ist vielleicht zu groß. Habe ich noch einen kleineren Schlitz? Ich habe noch eine Stufe kleiner. Dem kann ich dann noch mehr machen. Und hoffentlich kriege ich das Teil dann auf. So. Komme ich da rein oder nicht? Ja, jetzt habe ich es. Ich weiß nicht, sieht man es auf der Detailkamera? Da habe ich es jetzt gelöst bekommen. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Also in der Mitte dieses Schlitzes reindrücken. Dann können die Plastik Halter sich lösen. Und so, das habe ich auf der anderen Seite jetzt auch geschafft. Und dann kann ich tatsächlich das Teil, sollte ich es jetzt abnehmen können, weil die zwei Dinger sind gelöst. Ein bisschen noch nach oben drücken. Und tatsächlich, ja, das ist tatsächlich ab. Gucken, wo es noch hält. Müsst ihr nämlich aufpassen, weil ihr wollt ja nichts kaputt machen. So, auf der einen Seite habe ich es schon, wie ihr seht, auf der anderen Seite ist es wieder reingesprungen. Oder es hält noch irgendwas fest. Also hier kann ich es schon lösen, auf der anderen Seite noch nicht. So. Es ist natürlich ein bisschen fummelig, das muss ich sagen, und ich stehe unter Zeitdruck, weil ich hier das Video machen möchte. Das ist nie eine gute Sache. So, ich bewege mich mal ein bisschen und versuche jetzt zu sehen, woran es liegen könnte. So, hier geht's ab, da noch nicht. Wo das da eindeutig schon gelöst ist. Das heißt, es hält noch irgendwo anders fest. Irgendwo einen anderen Knüppel hält es noch fest. Hier ist es schon ab und hier müssen natürlich aufpassen, das Plastik, aber jetzt habe ich sie auch. Das kann ich sehen wir. So.
Mit ein bisschen Geduld sehen wir, dass sich das gelöst bekommt. Und wir jetzt quasi das Display vor uns haben. Ich versuche das mal mit der Detailkamera auch einzufangen, deshalb bin ich ein bisschen was weiter weg, aber man hört mich, glaube ich, immer noch. So, schön rotes im Fokusgedönse. So, also das ist der Rahmen, der hier normalerweise drauf war. Und jetzt haben wir hier natürlich das Display. Ihr seht, das ist verstaubt, das ist klar. Ich habe nichts kaputt gemacht, das freut mich. Den Rahmen, den lege ich jetzt an die Seite, weil was ich jetzt machen möchte, ist natürlich Schrauben lösen. Und dazu brauche ich ein Kreuz 1, 2, 3, 4. Vielleicht gehe ich dann doch nochmal mit der Detailkamera ran. Oder ich mache einfach mal, ich habe ja noch eine weitere Detailkamera, die ich benutzen kann für solche Videoaufnahmen. Und die sollte eventuell in der Lage sein, euch zu zeigen, wie das hier aussieht. Ihr seht, hier ist eine Schraube. Da ist auch eine weitere Schraube. Da unten ist noch eine Schraube. Und da ist noch eine Schraube. Und diese Schrauben, die muss ich tatsächlich lösen. Und das werde ich jetzt machen mit dem richtigen Schraubenzieher. Dazu habe ich natürlich wieder mein Schraubenzieher-Set und muss dann die richtigen Schraubenzieher finden, wenn er reinpasst. Das, oh, das geht sogar schon so. Das heißt, den nehme ich hier. Der erlaubt mir, das Panel abzuschrauben. Wir fangen von oben an. Die sind nicht sehr festgeschraubt, zumindest bei mir nicht. Schrauben aufpassen natürlich. Alle beiseite legen, dass man die nicht verliert. Und hoffe, dass es einigermaßen kann, einigermaßen eingefangen werden. Und meine Birne ist nicht im Weg. Unten scheinen die fester zu sein als oben. Und das sind die einzigen Schrauben, die ihr lösen müsst. Soweit mir bekannt für das Display. Und was wir jetzt machen wollen, ist natürlich das Display abnehmen. Das ist eine heikle Geschichte, ihr müsst da sehr, sehr vorsichtig sein. Hier steht sogar Don't, do not touch, touch, don't touch. Steht ganz unten. Das kann ich zwar, kann ich vielleicht auch nochmal zeigen. Hier steht Don't touch. Ganz deutlich. Das heißt, da unten müsst ihr aufpassen, weil da läuft der Kabelstrang ran und da muss man natürlich aufpassen, was das angeht. So, ich versuche das jetzt. Ich habe hier, das kann ich vielleicht nochmal zeigen, auch mit der Detailkamera nochmal. So, also hier kann ich quasi reingehen in diese zwei, also hier diese Teile, um das Display nach vorne zu klappen. Und das habe ich jetzt vor zu machen. Und das werden wir dann mal sehen, ob das funktioniert. Wieder den Schrauben, ich hätte vielleicht einen zweiten Schraubenzieher nehmen sollen für die ganze Geschichte. Naja, ich mache das ja eher hier immer so spontan, meine TechView Vlogs und ungeplant. Das ist, glaube ich, das Allerbeste. Versuche dann, das Display tatsächlich nach vorne zu klappen. Das geht wunderbar. Aufpassen, festhalten, auf die Tastatur liegen, legen. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr... Ich versuche es wieder mit der Detailkamera einzufangen, wenn sie dann fokussiert. Ich will kein Foto schießen, sondern will eine Aufnahme machen. Dass ihr hier ein Kabel habt und da eine Folie dran. Und das müsst ihr abziehen, um tatsächlich den Kabel vom Display zu trennen. Das werde ich jetzt machen. Und zwar werde ich das mit der zweiten Detailkamera, die wahrscheinlich jetzt sowieso ihren Geist aufgibt, weil die 15-Minuten-Marke erreicht ist,
werde ich jetzt mit der zweiten Detailkamera genauer versuchen zu filmen, aufzunehmen, damit ihr genau seht, wie das Ganze abgemacht wird, weil das, finde ich, wurde im Internet, wenn ihr andere Anleitungen seht, nicht immer genauer gezeigt. Deshalb versuche ich das hier so genau, wie mir nur irgend möglich ist, zu zeigen. Wo ist der Fokuspunkt? Da ist der Fokuspunkt. So, fokussiert. Abdrücken. Weitere 15 Minuten. Danke, Fuji, für die 15 Minuten. Wenn es eine halbe Stunde wäre, dann wäre das vielleicht für eine Aufnahmesituation deutlich besser. Zweite Kamera kann ich mal auch ein bisschen was besser positionieren, damit man mehr sieht von dem, was ich mache. Und zwar wollen wir jetzt die Folie erst einmal, dieses Plastik erstmal abmachen. Das ist aufgeklebt auf die Rückseite des Displays. Ich versuche das nicht kaputt zu machen, sondern einfach nur dran zu kommen. So, ja. Also den Teser ab. Vorsichtig. Nicht komplett ab, sondern nur so weit, bis ihr hier seht, die Kontakte. Und das ist ziemlich interessant gesteckt. Und ich hoffe, man kann da einigermaßen was sehen. Das ist, da muss ich wahrscheinlich mit der Detailkamera ran. Da werdet ihr sehen, dass da eine Klappe ist, die ihr hochklappen müsst, um dann den Stecker rausziehen zu können. Versuche das hier mal zu zeigen. So, versuchen wir mal dieses Tape hier ein bisschen mehr zu lösen. Das löst leider auch das Gummi so ein bisschen. So, jetzt habe ich das Tape ab. Vielleicht kann ich dann ein bisschen was besser sehen, was hier los ist. Von der Seite auch. So. Ah, da haben wir es. Jetzt, also sieht man es? Ich glaube nicht richtig. Ich versuche mal mit der Detailkamera reinzugehen, weil das hat mich wirklich einiges gekostet und wirklich der Kleber hat hier sein Bestes gemacht. So, hier sieht man also diese Klemme, die muss man aufklappen. Am besten von der Seite sind so kleine Flügelchen. Von der Seite sind so kleine Flügelchen, die man gut mit dem Schraubenzieher, wenn es zugeklemmt ist, erreichen kann. Und dann von links und von rechts so lange bearbeiten, bis man dieses Teil aufkriegt. Und dann kann man auch tatsächlich den Kabel abziehen. Und genau das mache ich jetzt. Und dann geht er auch relativ einfach ab. Das ist eine Geschichte, die am Kabel selber auch hängt, wie ihr hier seht. Deshalb wunderbar aufpassen damit, dass das also nicht abbricht oder so. Und dass er nicht zu viel Gewalt verwendet, weil die Kabel liegen frei, wie ihr vielleicht gesehen habt. Den Kleber, den will ich behalten, weil der natürlich als zusätzlich auch noch hilft so ein bisschen was, wenn ich das neue Display dran packe. So, das alte Display kann ich jetzt wegtun und das neue Display holen. Seht, das ist ein schönes mattes Display. Das kann ich natürlich immer als Ersatzdisplay noch behalten. Das neue Display hole ich. Das ist natürlich jetzt hier noch eingepackt. Sieht glänzend aus. Ich vermute sehr stark, ja genau, das ist matt, sondern hier ist einfach nur, da ist einfach nur, hier sieht man es hier, ist einfach nur noch eine Schutzfolie drauf, die das Ganze glänzend macht. Die kann ich aber gleich noch abziehen, wenn ich das schon angesteckt habe. Und es ist eine gute Sache, weil ich kann es dann einfach auf die Tastatur legen, ohne die Hoffnung verlieren zu müssen, dass irgendwas kaputt geht hier. So, die Klemme nach oben
Ich sage das immer, weil ich weiß, dass das im Video, wahrscheinlich werde ich dann meine Hände dazwischen haben. Da werdet ihr nicht ganz genau sehen, wie ich das wieder reinstecke, reinfriemle. So, und dann jetzt hier. Müsste da einfach reinzuschieben sein. Genau. Und dann einfach runterklappen, wenn es drin ist. Vielleicht ein bisschen nachhelfen mit dem Schraubenzieher, wenn es so wirklich sitzt. Genau. Von der anderen Seite. Ich will es nicht rausziehen. Ich will es reinstecken. Von der anderen Seite auch ebenfalls. Ein bisschen mit dem Schraubenzieher nachhelfen, damit es Klick macht. Dann kann man diesen Bügel auch wieder runterdrücken. Vorsichtig natürlich. Um nichts kaputt zu machen. So, er hält. Perfekt. Und jetzt mache ich natürlich diesen Sticker nochmal hier drauf. Klebe das dann von der Hinterseite ein bisschen fest, damit das auch noch zusätzlich ein bisschen was hilft. Und dann haben wir das angeschlossen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist das Teil hier. Achtung auf den Kabel. Das Kabel muss wieder passen. Das hier dran halten. Das sollte alleine halten und die Löcher sollten, kann ich wieder mal mit der Detailkamera zeigen, die Löcher sollten passen auf allen vier Ecken, damit, hier sieht man es glaube ich am besten, das passt perfekt und natürlich unten ebenfalls und dann können wir schon die Schrauben reinpacken. Und das mache ich jetzt genau. Dazu brauche ich wieder einen Schraubenzieher und verschiebe mal meine zweite DK-Kamera wieder so, dass man sehen kann, was ich ungefähr genau mache. Perfekt. Und dann brauche ich natürlich wieder einen Schraubenzieher, einen Kreuzschraubenzieher, um die Schrauben reinzukriegen. Das sollte möglichst der gleiche sein, mit dem ich vor das Ganze. Hier sehen wir vielleicht. Sehen wir nicht auf Screen. Die Schrauben, das sollte der gleiche sein. Perfekt, passt. Und da macht es natürlich Sinn, dass wir das wieder festschrauben, das Display, damit es nicht runterfliegt. Wir sollten natürlich, die sind sehr, sehr fummelig, diese kleinen Schrauben. Da macht so einen Schraubenzieher mit einem leichten Magnet vielleicht Sinn. Sonst passiert sowas hier, wie jetzt bei mir. Denn das Schräubchen ist zum Glück nur an die Seite gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen noch was. Ich fange vielleicht oben links an. Dann könnt ihr mal sehen, wie ich das machen. Ansonsten ist das ja ziemlich langweilig, deshalb werde ich vielleicht das Ganze mal ein bisschen vordrehen, wie ich hier Schrauben reinschraube. Ist glaube ich für den einen oder anderen uninteressant. Sei denn, er möchte herausfinden, wie geschickt ich tatsächlich bin in diesen Dingen. Ja. Also die sollten ziemlich genauso leicht bzw. fest reingeschraubt werden, wie sie vorher auch waren. Wichtig ist natürlich nicht allzu fest, damit die sich hier unten nicht wieder lösen. Unten besonders drauf Acht geben, weil wenn das irgendwo verloren geht, das Schräubchen, habt ihr natürlich ein großes Problem. Jetzt werden wir auf der Detailkamera vielleicht noch sehen, wie ich unten rechts was reinschraube, wenn ich das tatsächlich hinkriege. Das ist aber auch eine komplizierte Geschichte. Ich kann natürlich versuchen, das ein bisschen nach hinten zu machen, um mir das Leben ein bisschen was einfacher zu machen natürlich. Und dann, ja, ob es wirklich einfacher wird. Ein längerer Schraubenzieher tut es natürlich auch. So, da haben wir das. Und auf der anderen Kamera werden wir sehen, wie ich dann die letzte Schraube festmachen werde. Und die Displays gibt es übrigens günstig, wenn ihr die nirgendwo findet. Und ich glaube, original gibt es die nicht von Lenovo mehr für die älteren ThinkPads.
bei eBay, Alibaba und AliExpress und wie sie alle heißen, findet ihr solche Displays. Auf Bewertungen achten natürlich, wenn ihr bei solchen Portalen kauft, möglichst nicht von einem Privatmann vielleicht kaufen, sondern vielleicht doch eher das Ganze von einem Shop kaufen, der auch mehr von diesen Displays auch verkauft und wo ihr vielleicht auch eine Garantie habt, eventuell, falls was schief läuft oder das Display gebrochen ankommt, das kann natürlich immer passieren. Die sind zwar sehr gut verpackt, die Teile, also bei mir war es jetzt ziemlich gut verpackt, kann aber immer mal passieren. So, mit einem gewissen Geduldsspiel und meinen zu großen Händen habe ich das jetzt auch festgeschraubt. Wie gesagt, jetzt kann man ein bisschen nachziehen, die Schrauben, alle vier Stück. Ich halte natürlich immer so, dass man nicht sieht, was ich mache, aber ihr könnt ja ahnen, was ich mache. Ich ziehe Schrauben an. So, jetzt kann ich auch die Schutzfolie abziehen. Ja. Eventuell, wenn ich mit meinen Klöten das hinbekomme. So, die Schutzfolie abziehen. Dann sehen wir das schöne matte Display, die matte Oberfläche dieses Displays. Die Schutzfolie übrigens lässt sich sehr gut dafür verwenden, auf die alte Geschichte, das alte Display drauf zu kleben, möglichst gerade. So, also aufs alte, seht ihr, das ist natürlich nicht schön und ich mache es auch nicht besser, aber falls ihr das alte Display irgendwann mal braucht und es funktioniert hier zum Beispiel nicht mehr, dann macht es natürlich Sinn, das einfach wieder auszutauschen. So, jetzt habe ich alles angeschlossen. Jetzt gucke ich mal, dass dieser Kabel fürs Display, dass der richtig hinter dem, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, hinter dem Plastik, also in die Führung springt, wo es rein muss, damit es beim Auf- und Zumachen eben nicht kaputt geht. So, ebenfalls gelungen. Was wir jetzt schon machen können, würde ich empfehlen, bevor wir das Plastik wieder dran machen, ist gucken, ob das Display überhaupt geht. Dazu vorsichtig zuklappen, umdrehen und dann natürlich den Akku wieder einsetzen. Und gut, sichern brauche ich ihn jetzt nicht unbedingt, aber jetzt aufklappen, vorsichtig natürlich wieder, darauf achten, dass da Elektronik noch rumflutscht. Und dann Staub ein bisschen putzen, kann man auch schon mal machen. Anmachen und beten, dass man den Kabel richtig reingesteckt hat. Hat man in dem Fall, wie man sehen kann. Und er versucht jetzt eben, er will mein Passwort für die Entschlüsselung der Festplatte haben. Das mache ich natürlich jetzt nicht. Mache es erstmal wieder aus. Und kann jetzt, sollte natürlich, weil hier wieder Elektronik rumfleucht, den Akku rausnehmen. Und würde ich ihm empfehlen, zur Sicherheit, kann immer was schief gehen. 10 Sekunden warten, Hände auf die Heizung. Und dann aufklappen. Ihr seht, ich habe meine eigene Regel einbehalten. Und dann müssen wir diesen Rahmen, diesen wunderhübschen, schönen Rahmen wieder drauf packen. Wir fangen von unten an und setzen, glaube ich, zunächst einmal diese Fake-Plastik-Metall-Dinger rein. Würde ich zumindest machen. Vielleicht mache ich es aber auch falsch. So. Und dann müssen natürlich richtig reingeklappt sein. Die sehen von mir jetzt aus richtig reingeklappt aus. Ich kann es nochmal in der dritten Detailkamera, die ich habe, zeigen. Die müssen also so drinnen stecken. Ihr seht, ein bisschen bearbeitet von meinem. Das kann man natürlich auch vorher abmachen. Aber es stört mich nicht. Und dann kann man den Rest einfach wieder dran klappen. Man sollte natürlich darauf achten, dass man wirklich von unten nach oben arbeitet und wirklich, wenn man es wirklich richtig gemacht hat, sollte da keinerlei Luft zwischen sein. Es ist hier wieder rausgesprungen, deshalb hier wieder rein. Mal schauen, ob es wirklich richtig ist. Und nicht die Hälfte des Displays mit einnimmt. Sieht mir aber richtig aus. Scheint mir zumindest nicht schief zu sein. Da ist halt natürlich ein bisschen was, eine fummelige Arbeit jedes Mal. Man muss schauen, dass man die Teile
hier richtig reinhaut. So, das sieht jetzt richtig aus. Jetzt kann ich einfach reinklappen, bis ihr dann auch alles doppelt überprüft habt, dass es hier alles richtig drin ist. Mehrmals drücken und natürlich dann die optische Prüfung, wo ihr eventuell noch einen von diesen Zähnen, den Plastikzähnen, nicht richtig drin habt, könnt ihr die natürlich dann wieder korrigiert reinhauen. So, das sieht jetzt gut aus. Von hinten nochmal gucken. Da könnt ihr nämlich auch nochmal drücken. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade sieht. Ich drücke hier, wo der Akku war, auch nochmal rein, dass das hier hält. Hier guckt es noch ein bisschen raus. Vielleicht einen flachen Schraubenzieher noch ein bisschen nachhelfen oder eine Plastikkarte nehmen und dann versuchen, hier ein bisschen nachzudrücken. Genau, das hilft natürlich auch. So, und jetzt ist es meiner Meinung nach perfekt. Jetzt kann ich mir die Seiten natürlich noch mal ganz genau anschauen, dass das alles wirklich drinsteckt. Es ist einfach nur eine optische Geschichte. Das heißt, hier bin ich, seht ihr, optisch doch ein bisschen was. Die sind mir, die sieht man sowieso, also wenn man so klappt, dann sieht man eventuell die Spuren meines Öffnungsvorgangs, aber ansonsten Öffnungsvorgangs, ansonsten sieht man es nicht. So, und jetzt sind wir im Grunde genommen fertig. Ich habe gesehen, es hat vorher funktioniert, sollte jetzt auch noch funktionieren. Zum Höhepunkt dieses Vlogs, das eigentlich eine Folge sein sollte, Deckfühlfolge sein sollte, machen wir das Display nochmal an, um euch zu zeigen, das Baby läuft. Wie ihr seht, geht's an und zeigt mir das ThinkPad-Logo. Und ich habe dann die Möglichkeit, ganz einfach hier mich anzumelden und dann die Full HD IPS zu bewundern. So, das war's für diesen TechView Vlog und ich hoffe, er hat euch gefallen. Kommentare könnt ihr hinterlassen, falls ihr Fragen habt oder so. Ich werde natürlich jetzt nicht Fragen beantworten, was richtige Spezifikationen angeht für bestimmte Modelle, sondern dann müsst ihr einfach schauen, dass ihr das richtige Modell findet. Und ich kann euch sagen, für die meisten dieser Edge-Modelle wird es keine Ultra-HD-Touchscreen-Modelle geben. Das kann ich jetzt schon sagen, weil es wird einfach von der Hardware auch dem BIOS und so weiter nicht unterstützt. So, das war es jetzt erst einmal und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.